Bevor das Video anfängt, betone ich hier nochmal offiziell, dass dieses Video nur zur Unterhaltung dient und nicht als Beleidigung oder Hate gedacht ist. Heute geht es um Tanzverbot. Naja, eher den Fake-Tanzverbot, Rauchverbot, mittlerweile Rauchi. Wie ihr es wahrscheinlich mitbekommen habt, hat er eine Ansage vor etwa 6 Monaten zu dem YouTuber Ungespielt gemacht. Neulich wurde es in Unges Format ungeklickt, entdeckt und behandelt. Jetzt hat er wieder ein Video gemacht, diesmal sogar mit Bart, wo er deutlich betont, dass er in ein neues Video von Unge kommen will, um Fame zu bekommen. Leute, das ist eine Ansage, Mann. Gegen diesen, hier, wie heißt der nochmal? Ungespielt, ja? Ich habe gesehen, auf Twitch hat er mein Video geguckt. Hier, der hat doch diese eine dumme Sendung da. Was heißt Sendung? Hier, dieses Format ungeklickt, ja? Ich will auf seinen Kanal landen. Also, schickt, hier, postet dieses Video, ja? Beziehungsweise den Link. Schreibt ihm das 1000 Mal, ja? Ich will auf seinen Kanal, ja? Ich brauche Fame, ich brauche Aufmerksamkeit, Leute. Er betonte oft, dass er ein Unges Video will, um Fame und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich meine jetzt mal, Alter. Du bettest um Fame, was erstens richtig arm ist. Und wenn du die Aufmerksamkeit brauchst, kauf dir Fidget Spinner. Das hilft für den Anfang und beruhigt dich eventuell erstmal. Du machst am Anfang ein Video gegen Unge und Korncrafter, wo man sogar deine Rennautotapete im Hintergrund sieht. Eventuell ist das auch der Grund, warum die Kamera jetzt nach links gedreht ist, wenn du aufnimmst. Ich denke mal, du solltest es an deinen Like- und Dislike-Verhältnissen merken, dass das definitiv der falsche Weg ist, um nach Fame zu geiern, und es ist einfach generell nur traurig, wenn du nur durchs Beleidigen groß werden kannst. Ach so, und außerdem würde ich mich an deiner Stelle rasieren, das sieht nämlich nicht so toll aus. Was bringt es dir eigentlich, wenn du andere YouTuber dermaßen hatest und beleidigst? Kleine Info zwischendurch, falls du das Video versuchst zu striken, wir haben alles von dir verpixelt und unkenntlich gemacht, auch deine Stimme erkennt man nicht. Deswegen probier es gar nicht. Was sagt eigentlich deine Mutter dazu, wenn du so rumschreist in deinen Videos, was qualitativ größter Müll ist, wo du sogar dein Mikrofon noch auf den Tisch räumen musst, weil du auf alles vorbereitet bist? Ich meine, ich habe hier jetzt ein Skript geschrieben, dass ich was zum Lesen habe und habe alles vorbereitet. Digga. Wenn es euch da draußen gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und abonniert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Steht zu deinen Tischen treu, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.